1938 in Paris uraufgeführt, hielt mit Hector Berlioz, Benvenuto Cellini das sogenannte Künstlerdrama Einzug auf der Opernbühne. Das überbordend alle Grenzen sprengt, um den gleichermaßen schillernden wie provokanten Goldschmied und Bildhauer Benvenuto Cellini zu zeigen. Als Genie und Bürgerschreck und als genialen Selbstvermarkter. Benvenuto Cellini para mí es un espíritu libre, una persona. Für mich ist Benvenuto Cellini vor allem ein Freigeist, ein Mann, der mit einem starken Willen seinen künstlerischen Weg beschreitet und dafür einen hohen Preis zu zahlen bereit ist. Und gleichzeitig bietet uns das Stück die Chance, eine Art globales, vielgestaltiges Theater zu zeigen. Leitgedanke von dem Bühnenbild ist auch Skizzen von Dalí, der einmal eine Cellini-Oper machen wollte. Und er hat sich dran gesetzt und hat die ersten Entwürfe gemacht. Zum Teil beruhen unsere Installationen oder unser Bühnenbild auf den Ideen von Dalí. Inmitten der karnevalistischen Ausgelassenheit des Volkes hat Benvenuto Cellini seine größte Bewährungsprobe zu bestehen. Soll er doch im Auftrag des Papstes innerhalb nur eines Tages eine Perseus-Statue fertigstellen? Ein künstlerisches Himmelfahrtskommando, zweifelsohne, von dem sich Benvenuto Cellini jedoch genauso wenig beeinflussen lässt, wie auch der Komponist, auch Hector Berlioz, zeitlebens, seinen eigenen musikalischen Vorstellungen unbeirrt folgte. Ich liebe Berlioz für diese Utopie, für dieses Risiko, das er nimmt. Und heute noch ist es eine riesen Challenge, Benvenuto Cellini zu musizieren. Also das zeigt wirklich, dass diese Ambition, die er hatte in dieser Zeit, bleibt noch. Und heute, mit meinem Anfang hier in Oper, dieser neue Ort, diese neue Phase in Oper Köln, ich finde es so toll, dass wir machen das mit diesen utopischen Werken machen.